Breite Fahrradwege, Altstadt-Radlring, Fahrradhauptstadt. Alles schön und gut, aber wenn alle Münchner auf ihre Drahtesel steigen, wo stellen sie ihr Fahrrad ab? Stundenlange Parkplatzsuche auch bald fürs Fahrrad? An den Bahnhöfen türmen sich die Räder. Angesichts der Tatsache, dass wir immer mehr Fahrräder in München unterwegs haben, brauchen wir deutlich mehr Fahrradabstellplätze. Wir haben im Rahmen des Radentscheids mal geschätzt, dass es noch ungefähr mindestens 100.000 mehr Abstellplätze benötigt werden, als wir heute haben. Alternative Lösungen wie die Fahrradtiefgarage im Olympia-Einkaufszentrum oder die doppelstöckigen Fahrradstände am Marienhof sind eine Seltenheit in München. Weitere Möglichkeiten sind zum Beispiel Radabstellplätze neu schaffen an den Knotenpunkten, an den ÖPNV-Haltestellen, in Tiefgaragen oder auch in Hochgaragen schauen, wo ist genügend Platz und wo können auch Radabstellanlagen gebaut werden. Die wären dann auch einbruchsicher, die wären dann auch vor Wetter geschützt. Einige Anträge sind schon bei der Stadt eingereicht, bisher noch ohne Resultat. Wir finden aber immer wieder noch Möglichkeiten, zum Beispiel an den Eingängen der Fußgängerzone Richtung Rindermarkt soll eine Abstellanlage entstehen und auch an anderen Stellen, so wie wir es jetzt hier im Marienhof sehen, ist ja eine vor einigen Jahren erst entstanden. Aber natürlich ist es immer eine Frage des Platzes. Baustellenwahnsinn, Dauerstau, Fahrradunfälle. Entspannung in der Radlhauptstadt noch nicht in Sicht.